Hallo Campingfreunde, mein Name ist Dominik von Virtual Campsite und ich möchte euch heute mal den Autocamp Pineta vorstellen. Der befindet sich in der Nähe von Zadar, genauer gesagt in Peterkane. Fangen wir doch direkt an nach dem Intro. Viel Spaß! Die Anfahrt auf den Autocamp ist etwas steinig und etwas holprig. Zeige ich euch jetzt gleich mal. Machen wir das Ganze im Schnelldurchlauf. Und ansonsten kann ich euch sagen, der Ausblick auf das Meer und auf die Stadt Zadar ist einmalig. Zadar ist übrigens 12 Kilometer entfernt. Da befindet sich ja auch die größte Meeresorgel oder die einzigste Meeresorgel der Welt. Ist ein architektonisches Objekt in Zadar und ein experimentelles Musikinstrument, dessen Töne durch die Wellenbewegung des Meeres unter großen Steinplatten erzeugt wird. Also absolutes Highlight, wenn ihr in der Nähe seid, auf jeden Fall da mal hinfahren, auch tatsächlich wunderschön. Zu meiner Zeit war es leider etwas voll. Und jetzt fahren wir auch schon auf den Autocamp. Auf den Autocamp Pineta hat eine Größe von gerade mal 3000 Quadratmeter und Stellplätze gibt es ungefähr an die 30 Stück. Hier ist mein Dog, das ist Jordan Bulldog München. Ihr findet ihn selbstverständlich auch auf Instagram und auch hier auf YouTube. Aber ich möchte euch den Autocamp mal richtig vorstellen. Wie gesagt, ihr habt hier einige schöne Plätze, teilweise auch mit Meerblick. Die Preise, die werde ich euch später natürlich mit einblenden. Ich war im August da, da ist natürlich Hochsaison, da ist einiges geboten und einiges los. Das Wunderschöne war tatsächlich, als ich im Meer war, kam eine Meeresschildkröte, die war riesig, war wirklich ein traumhaft schönes Exemplar. Leider war dieser Stellplatz, als ich ankam, belegt. Das wäre natürlich absolut gigantisch gewesen. Da hast du eine Aussicht, phänomenal. Und das Wetter war natürlich auch, muss man sagen, gigantisch. Ein wirklich schöner Stellplatz. Es gibt hier keine festen Stellplätze, also man stellt sich einfach hin, wo Platz ist. Der Chef von dem Campingplatz, der kommt euch natürlich zur Hilfe geeilt. Der zeigt euch, wo ihr euch hinstellen könnt, wo ihr euch am besten positioniert und vor allem, wie man auch hier wieder rauskommt, denn der Campingplatz ist schon relativ klein. Auch hier wieder ein super Stellplatz, natürlich direkt mit Meerblick. Es war wirklich wunderschön. Mir hat es sehr gut gefallen. Allerdings sind die Sanitäranlagen schon etwas in die Jahre gekommen. Sie waren immer wunderbar sauber. Da hat sich ja gar nichts gefehlt. Das war wirklich toll. Allerdings schauen wir sie uns einfach mal an. Dann seht ihr, was ich meine. Also großer Luxus ist hier sehr klein geschrieben. Habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, eure WC-Chemietoilette zu entleeren. Also wirklich, es ist alles vorhanden, was man braucht. Es ist wie gesagt ein kleiner Autocamp und kein Campingplatz. Und die Lage ist schon top. 12 Kilometer nach Zadar, 8 Kilometer nach Nien. Das ist die Herrentoilette, auch die sehr, sehr in die Jahre gekommen. Aber wie gesagt, sie waren immer sauber. Vielleicht wird sich da ja die nächsten Jahre mal was ändern. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Denn die sind tatsächlich einfach, ja, ein bisschen abgeranzt, kann man das so sagen, oder? Muss man wohl auch sagen. Hier ist ein kleines Pissoir. Ich konnte es kaum nutzen, weil der Boiler direkt drüber war. Also da musst du den Kopf schon gut schräg halten. Auch hier hast du die Möglichkeit abzuwaschen. Hier blende ich euch jetzt mal die Preisliste von 2023 mit ein. Und hier links befindet sich jetzt die Dusche. Auch bei den Herren und bei den Damen jeweils eine Dusche mit dabei. Und das ist eine relativ große Dusche. Auch immer super sauber. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal den Strandabschnitt an. Da gehst du hier durch dieses Tor. Traumhaft. Also da kann man sagen, was man will. Dieser Ausblick ist schon gigantisch. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, euch den Autocamp zeigen zu können. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Schönen Urlaub. Ciao, euer Dominik.